Und was passiert gerade eigentlich auf den Flüchtlingsrouten hier nach Deutschland? Unsere Bildreporter, die waren jetzt tatsächlich mit der Bundespolizei gemeinsam unterwegs, 24 Stunden lang in der Nacht auf der Suche nach kriminellen Schleusern. Und dann das, ein Auto, Sie sehen es hier, ein kleiner Renault, vollgepackt mit Flüchtlingen, zusammengepfercht. Ja, eben auf der Suche nach dem großen Glück hier in Deutschland. Schockmoment in Frankfurt an der Oder. Im Kofferraum eines kleinen Autos findet die Polizei 7 Ägypter, am Steuer ein ukrainischer Schleuser. Kein Einzelfall. Erst vor wenigen Tagen befinden sich in Bayern 16 Menschen, darunter 9 Kinder, das jüngste 2 Jahre alt, in einem Kleinlaster. Täglich kommen mehr Flüchtlinge und Migranten aus Syrien, Afghanistan, Ägypten, dem Iran und Irak illegal über die deutsch-polnische Grenze. In Brandenburg werden im September 814 unerlaubte Einreisen registriert. Im August waren es noch 509. Die Menschen kommen illegal nach Deutschland, um hier ihr Glück zu finden. Oft zu Fuß, zusammengepfercht in Kofferräumen, wie Vieh auf Ladeflächen oder in luftdichten Kühltransportern. Die Szenen erinnern stark an 2015. Auch damals bringen skrupellose Schleuser viele Menschen nach Deutschland. Für ihre Arbeit kassieren die Kriminellen oft Tausende von Euro pro Migranten. Der österreichische Innenminister Gerhard Karner kommt zum Flüchtlingsgipfel von Bild nach Berlin. Er spricht von einem notwendigen Kampf gegen die Schleppermafia. Diese Mafia agiert unglaublich brutal. Menschenleben spielen hier keine Rolle. Wir sehen fast wöchentlich Unfälle, wo Schlepper mit ihren potenziellen Kunden verunglücken, weil sie vor der Polizei fliehen, weil sie vor den Kontrollen fliehen. Wir haben allein in Österreich in der ersten Hälfte dieses Jahres, also in den ersten 8 Monaten, über 480 Schlepper festgenommen, die hier mit illegalen Migranten unterwegs waren. Alle Nationen betrifft das. Das ist ein internationaler Mafia-Konzern, der mittlerweile mehr verdient als im Drogenhandel. Und daher ist es notwendig, dass die Europäische Union, die Kommission, aber auch die Mitgliedsländer diesen Kampf ganz stark führt. Im Fall der Ägypter hat keiner Papiere bei sich. Die Polizei bringt sie schließlich in ein Erstaufnahmelager bei Eisenhüttenstadt. Für die Polizisten ist damit der Job erledigt. Doch schon morgen werden sie wieder auf der Autobahn unterwegs sein. 7 Flüchtlinge eingepfercht in einem Transporter. Wir wollen darüber sprechen mit Heiko Teggerz von der Deutschen Polizeigewerkschaft. Herr Teggerz, welche neuen Tricks lassen sich die Schleuser jetzt noch alles einfallen? Naja, die Schleuser lassen sich alle möglichen Tricks einfallen und wir rennen als Polizei oftmals den Tricks auch nur hinterher. Also es beginnt mit der Auswahl der Routen, wie die Migranten nach Europa und Deutschland gebracht werden. Und es endet letztendlich mit der Transportmöglichkeit. Sie hatten es ja angesprochen, wir alle haben die Bilder noch im Auge, mit den mehr als 80 toten Migranten in diesem luftdichten Kühllaster. Und hier muss gehandelt werden. Wir brauchen einen konsequenten europäischen Außengrenzschutz. Und vor allem müssen wir es tunlichst unterlassen, weitere Pull-Faktoren zu schaffen, die Menschen immer wieder neu animieren, in ihrer Heimat alles aufzugeben, ihr letztes Hab und Gut an die Schleppermafia zu zahlen, um dann den gefährlichen Weg nach Europa und Deutschland anzutreten. Können wir gleich nochmal sprechen über diese Pull-Faktoren, Herr Teggerz, aber wir sehen diese Fotos nochmal, das sind alles frische Fotos, alles aus den letzten Tagen und ja, 14 Tage ungefähr sind diese Bilder maximal alt, aus den Lastern, alles zusammengepfercht, zig Flüchtlinge da reingepfercht, vor allen Dingen in Bayern und eben in Frankfurt-Oder jetzt, dieses Foto da aus dem Renault, Herr Teggerz, wir müssen uns ja nichts vormachen, die Menschen, die haben sie da aufgegriffen auf der Autobahn, aber die bleiben ja bei uns. Ja, selbstverständlich bleiben die bei uns, weil uns ja auch komplett die Möglichkeit genommen wird, an der Grenze zur Tschechischen Republik und nach Polen direkt an der Grenze stationär zu kontrollieren. In so einem Fall könnten wir die Schlepper dingfest machen. Wir wüssten, wer nach Deutschland einreist und wir könnten das auch dann dokumentieren für spätere Asylverfahren. Aber das ist uns leider untersagt, weil politisch immer noch nicht die Entscheidung gefallen ist, die Grenze zur Tschechischen Republik und auch die neue Ausweichroute über Polen einzuführen. Sie sind in dem Moment im Grunde Lebensretter. Sie machen die Kofferraumtür auf und retten den meistens ja Männern da das Leben. Aber das hat nichts zu tun damit, dass die dann abgeschoben werden oder man sofort die Schleuser dort abführt.
Nein, es geht wirklich um Leben retten. Sie haben es treffend formuliert, weil wer weiß, wohin dieser Renault noch weiter gefahren wäre, ob Berlin oder vielleicht Hamburg oder Frankfurt, keiner weiß es. Und die Zustände sind schlichtweg unhaltbar für die Menschen dort in diesem Auto, das ist ganz klar. Aber man muss sagen, es war eben jetzt leider Gottes, muss man sagen, nur ein Zufallsfund. Es gibt keine Möglichkeit für Sie, tatsächlich mal flächendeckend zu kontrollieren. Und das heißt ja dann wohl auch, dass es fast unmöglich ist, den Schleusern irgendwie herzuwerden, oder? Ja, kein Mensch weiß auch genau, wie hoch die Dunkelziffer ist. Also wenn Sie die Zahlen, die die Bundespolizei feststellt im Rahmen ihrer Rasterfahndung jetzt, vergleichen mit den Zahlen des BAMFs, die ja regelmäßig veröffentlicht werden, dann klafft da eine sehr große Lücke. Und ich behaupte, dass nicht mal diese Zahlen die Dunkelziffer überhaupt widerspiegeln. Also wir haben da ein Kriminalitätsphänomen, Schwerstkriminalität, Schlepperkriminalität, welches nicht konsequent genug politisch angegangen wird. Jetzt nochmal ganz schnell zu den Pull-Faktoren, die Sie am Anfang des Gesprächs genannt haben. Herr Teggerz, ganz konkret, welchen Pull-Faktor sollten wir ja abschaffen? Also zunächst einmal sollten wir nicht Gesetze diskutieren oder gar umsetzen, die den Eindruck erwecken, jemand, der mehrere Jahre in Deutschland lebt, auch in der Illegalität lebt, dessen Asylverfahren sozusagen rechtskräftig abgeschlossen ist, dann dort ein dauerhaftes Bleiberecht bekommen. Dieses Gesetz wird derzeit gerade von der Ampel diskutiert und ich kann nur dringend dazu raten, das in der jetzigen Zeit nicht durchzusetzen. Weiter ist es wichtig und ganz entscheidend, dass sich die europäischen Nationalstaaten untereinander einig werden, einen einheitlichen Standard für die Unterbringung der Menschen zu schaffen. Solange der Standard für Unterbringung in Deutschland höher ist als in anderen europäischen Staaten, müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen hier hinkommen und eben nicht gleichmäßig auf europäische Staaten verteilt werden können. All das sind Faktoren, natürlich auch die schrecklichen Zustände in den Heimatländern dieser Menschen, die schlichtweg animieren dazu, nach Europa und insbesondere nach Deutschland zu kommen. Hier muss Politik gemeinschaftlich, europäisch gemeinschaftlich handeln, um diesem Schrecken ein Ende zu setzen. Denn nur dann, wenn der Anreiz weg ist, macht man den Schlepperbanden auch das Geschäft kaputt. Und das muss ja das Ziel aller sein. Die Liste der Missstände ist lang, da muss viel getan werden. Dankeschön, Heiko Teggerz. Gerne.